Ich stehe vor dieser wunderschönen nagelneuen C-Klasse und es gibt heute wieder für euch 5 neue Tipps zum MBUX-System. Also nicht nur zu dieser C-Klasse, sondern generell zum MBUX-System. Und damit würde ich sagen, ihr seid hoffentlich gespannt auf die Tipps und ich sage hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Ihr wisst, ihr bekommt von uns jede Woche 2 neue Videos, dienstags und donnerstags. Und dadurch, dass wir für euch immer Videos bereitstellen, haben wir es mit eurer Hilfe geschafft und dafür möchten wir uns wirklich ganz herzlich bedanken, 50.000 Abonnenten zu bekommen. Das heißt, uns schauen 50.000 Menschen immer regelmäßig zu. Das freut uns natürlich extrem und dafür möchten wir euch was zurückgeben. Denn diese 50.000 sind mehr Leute, als wir in unserer kleinen Stadt Vechte an Einwohnern haben. Und das muss auf jeden Fall gefeiert werden. Und das machen wir mit euch. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es eine Aktion. Dort könnt ihr bis zu 20% bei uns im Shop sparen. Und darüber hinaus, wenn ihr Glück habt oder wenn ihr gut seid, sogar kostenlosen Versand bekommen. Und das solltet ihr verpassen. Also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, tragt euch hier zum Newsletter ein. Ganz einfach draufklicken und ihr verpasst wirklich nichts mehr zu der Aktion. Und ihr könnt hoffentlich fleißig einkaufen. Damit geht's los. Wir starten mit unseren 5 Tipps und gehen dafür ins Auto. Wir haben im Auto Platz genommen und ich würde sagen, wir starten gleich mit unserem ersten Tipp und danach zeige ich einen Tipp, den ich selbst nicht kannte, sondern nur kannte, weil ich in der Großstadt unterwegs war. Und das hat was mit Parken zu tun und das Auto hilft einem extrem, tatsächlich einen Parkplatz zu finden. Aber vorher gehen wir auf einen Tipp ein, der stammt aus einem Kommentar und den Kommentar möchte ich natürlich gerne im Video beantworten. Und zwar ging es darum, dass 2 Zuschauer geschrieben haben, dass ihnen der Kartenmaßstab fehlt. Also dass man nirgendwo sehen kann, in welchem Maßstab die Karte gerade angezeigt wird, also welchen Zoom wir hier haben. Und tatsächlich gibt es dort eine Einstellung für, dass man den Maßstab ganz einfach anzeigen kann. Und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an, damit hoffentlich der Kommentar damit beantwortet ist und ihr euch freut, dass ihr diese Einstellung habt und alle anderen natürlich auch. Also schauen wir mal aufs Navigationssystem hier. Wir sehen hier unsere Navigationskarte und ich kann natürlich hier rein und rauszoomen. Und während ich rein und rauszoome, wird mir schon hier unten links in der Ecke so ein kleiner Maßstab angezeigt. Da ich aber immer den Autozoom eingeschaltet habe, also dass das Auto selbst den Kartenmaßstab bestimmt anhand der Schnelligkeit des Fahrzeuges, das heißt, je schneller ich fahre, desto mehr zoomt er raus, kann ich das immer schlecht beobachten und dieser Maßstab hier unten, der verschwindet auch ganz schnell wieder. Was kann ich dagegen tun? Ich kann ihn tatsächlich dauerhaft anzeigen lassen und dafür gehe ich einmal hier oben links auf das kleine Auto, also zu meinen Navigationspunkten, dann gehe ich auf Einstellungen und unter Einstellungen kann ich den Punkt Ansicht wählen. Und wiederum unter dem Punkt Ansicht kann ich jetzt hier runter scrollen und sehe dann diesen versteckten Punkt Zusatzinformationen anzeigen. Da klicke ich drauf und jetzt kann ich hier unter Kartendaten den Punkt Maßstab anwählen. Und wenn ich jetzt wieder rausgehe, siehe da, wird der Maßstab hier unten dauerhaft angezeigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rauszoome, so, dann kann ich jetzt hier sehen, ah, okay, dieser kleine Strich oder dieser Zentimeter sind dann meinetwegen 800 Meter und so kann ich vielleicht auch viel besser dann die Entfernung abschätzen. Ich hoffe, das beantwortet den Kommentar und ich hoffe, ihr könnt es nutzen. Probiert es gerne mal aus. Ich habe es tatsächlich immer eingeschaltet, weil es mich einfach interessiert, auf welcher Höhe ich unterwegs bin und wie der Kartenmaßstab aussieht. Für Tipp Nummer 2 bleiben wir mal hier in der Navigation und nicht wundern, ich habe mal die Satellitenkarte ausgeschaltet, dass wir halt nur die Karte sehen. Und zwar Tipp Nummer 2. Ich war in der Großstadt unterwegs und habe dort überall an den Straßen so kleine blaue Linien in meinem Navigationssystem gesehen. Und was das bedeutet, das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn das ist wirklich eine coole Funktion. Ich suche mal einmal Bremen, da haben wir Bremen. Und jetzt seht ihr schon, hier haben wir Bremen und hier sehen wir es gut. Tatsächlich. Schaut mal her, ich bin jetzt hier in der Großstadt Bremen oder in der Hansestadt Bremen und sehe jetzt hier überall so hellblaue oder manchmal auch dunkelblaue Streifen an der Straße mit so einem kleinen P daran. Und was ist das eigentlich? Wenn ich jetzt hier schaue, dann heißt das für mich, dass dort eine Wahrscheinlichkeit von Parkplätzen gegeben ist. Bedeutet, wenn ich in meinem Mercedes-Me-Konto den Dienst Parken für Navigation eingeschaltet habe, dann ist auch automatisch der Dienst On-Street-Parking aktiviert. Bedeutet, ich fahre jetzt mit meinem Mercedes hier durch die Straße und der Mercedes merkt anhand seiner Ultraschallsensoren, alles klar, hier habe ich gerade gemessen, dass dort Platz ist für ein Auto und das könnte eine Parklücke sein. Hier sehen wir es nämlich ganz gut, diese kleinen Streifen überall hier an der Straße.
Und hellblau bis dunkelblau heißt, hohe Wahrscheinlichkeit ist hellblau, sehr hohe Wahrscheinlichkeit wäre dann dunkelblau. Wenn ich also einen Parkplatz suche, sollte ich hier hinfahren und schauen, ob dort was angezeigt wird. Das Einzige, was natürlich passieren kann, wenn der Mercedes jetzt an so einer Lücke vorbeifährt, die an der Straße ist, dann kann es natürlich auch sein, dass er eine Einfahrt erkennt oder dass dort ein Haltverbot ist. Das heißt, das ist nicht zu 100% sicher, dass dort wirklich eine Parklücke sein könnte. Aber es ist eine gute Prognose, um zu sehen, wo könnte ich eventuell parken. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Punkt. Ich weiß nicht, ob ich ihn zeigen kann, aber nee, ich glaube nicht. Nein. Nichtsdestotrotz, ich versuche es euch zu erklären. Wenn ihr jetzt hier an der Straße so ein P sehen würdet, was wirklich aussieht wie ein Parkplatz-Symbol mit einem weißen Kranz da drum, dann bedeutet das, dass genau an dieser Stelle ein Mercedes eine Parklücke verlassen hat und für eine Minute lang wird dann dieses Symbol angezeigt, was mir sagt, hey, pass auf, der Mercedes hat gerade eine Parklücke verlassen. Solltest du dann in der Nähe sein, dann fahr dort sofort hin, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass du dort einen Parkplatz bekommst. Wirklich coole Sache. Ich denke, die Leute, die in der Großstadt leben, haben sich da schon mal Gedanken drüber gemacht und auch schon mal geschaut, was das eigentlich ist. Für alle, die es nicht wussten, hoffe ich, dass ihr es gut nutzen könnt. Ich fand es extrem cool. Mir hat es auch wirklich geholfen, denn ich habe dadurch einige Parkplätze an der Straße gefunden und musste kein teures Parkhaus bezahlen. Also ja, coole Funktion. Wichtig ist, in der Mercedes Me App schaltet ihr Parken für Navigation ein. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Und zwar geht in eure Mercedes Me App und habt dann hier oben links die drei Balken. Dort könnt ihr draufklicken und geht dann auf das Fahrzeug und klickt auf Dienste verwalten. Und unter Navigation findet ihr dann hier den Punkt Parken für Navigation. Und das sollte auf jeden Fall eingeschaltet sein, damit ihr diese Funktion im Navigationssystem nutzen könnt und auch sogar in der Mercedes Me App. Denn wenn ich jetzt mal hier auf meine Ortung gehe, dann kann ich unter Suche auch mal eben Bremen eingeben. Und auch dort kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich wähle hier das Parkplatzsymbol aus und wähle dann hier den Punkt Parken auf der Straße aus. Und schon zeigt mir das Auto, ach die Navi, die App an, wo es eine Wahrscheinlichkeit gäbe. Zum Beispiel hier ist überall geringe Wahrscheinlichkeit, gelb mittlere Wahrscheinlichkeit und grün heißt dann hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn ich da mal draufklicke, dann sehe ich da ganz klein so einen kleinen blauen Punkt oder so einen kleinen blauen Streifen. Und damit sagt mir auch die App, hier ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Parkplatz an der Straße finden könnte. Also selbst von der App aus können wir schon sehen, wo wir theoretisch parken könnten. Eine wirklich coole Funktion und auch da wieder kann ich nur sagen, testet es und ich hoffe, es hilft euch. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3 und auch das ist ein Tipp, den man gut gebrauchen kann, wenn man das Navigationssystem oft benutzt und auch weite Strecken vor sich hat. Denn es ist ja immer schön, wenn man eine Zielführung eingibt, das Navigationssystem legt los und fährt mich einfach an mein Ziel, ohne dass ich weiß, wo es lang geht, wenn ich mich zum Beispiel nicht auskenne. Dann fahre ich einfach nach Navigationssystem. Es gibt aber ja auch Routen, die man vielleicht öfter fährt und man dann vielleicht für sich auch schon weiß, ich möchte vielleicht nicht über die und die Autobahn fahren, sondern ich fahre lieber außen rum. Und dann ist es natürlich schön, wenn das Auto uns schon eine komplette Routenübersicht anzeigt, bevor die Navigation startet. Und genau das können wir einstellen. Und zwar gehen wir mal hier zurück auf unser Navigationssystem und können jetzt wieder auf unsere Einstellung gehen. Dann hier unten auf Zahnrad, dann auf Ansicht. Und jetzt können wir hier den Punkt Routenübersicht nach Start auswählen. Das heißt, den auf jeden Fall eingeschaltet haben. Und zwar probieren wir das mal aus. Ich gebe jetzt mal einmal ein Ziel ein. Dann nehmen wir mal Berlin. Ja, richtig schreiben. Schreiben habe ich es heute, aber das Auto findet es trotzdem. Und dann gehen wir mal auf Los. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Hier steht dieses kleine Symbol, dass ich jetzt direkt zu meiner Route zurückkehre. Aber das Auto zeigt mir jetzt wirklich auf den ersten Blick die komplette Route an und damit auch, wie ich am besten fahren könnte. Zum Beispiel, jetzt sagt er mir, der kürzeste Weg wäre über Hamburg. Ich zum Beispiel wäre lieber hier über Hannover gefahren. Aber so kann ich auf den ersten Blick sehen, wo geht es eigentlich lang. Denn sonst wäre es ja so, wenn ich diese Routenübersicht nicht sehe, dann fährt das Auto einfach los und ich merke dann vielleicht erst während der Fahrt, wo es eigentlich lang geht. Und jetzt hat er auch automatisch schon gesagt, ich nehme die Route, du hast nichts gesagt, du möchtest nichts ändern. Aber nichtsdestotrotz eine wirklich coole Sache, die Route im Ganzen vorm Start zu sehen.
Und schon sind wir bei Tipp Nummer 4 und dafür würde ich mal ganz kurz meine Anhängerkupplung ausfahren, um euch einen kleinen Tipp zu geben. Hier in der C-Klasse kann ich die Anhängerkupplung leider nicht vom Auto aus aktivieren, sondern muss einmal nach hinten laufen. Also kurz warten, ich bin sofort wieder da. Anhängerkupplung ist draußen und ich möchte jetzt meinen Anhänger ankoppeln, der nicht da ist. Aber um das wirklich perfekt hinzubekommen, möchte ich euch kurz einen ganz kleinen Tipp zeigen. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon, die ihn nicht kennen, die haben ihn auf jeden Fall vermisst. Also schaut mal ganz kurz auf den Bildschirm. Wichtig ist natürlich, dass ihr eine Rückfahrkamera oder eine 360-Grad-Kamera habt. Und zwar macht ihr folgendes: Rückwärtsgang einlegen. Ja, er hat jetzt ein Hindernis erkannt. Und jetzt sehen wir hier unsere Kameraansicht für den Rückwärtsgang. Jetzt habe ich hier unten links so zwei kleine Symbole, unter anderem auch einen Kugelkopf mit einer Kamera. Und wenn ich da draufklicke, dann wird die Kamera direkt auf die Anhängerkupplung gerichtet. Und je nachdem, wie ich lenke, ändert sich auch diese Linie hier und zeigt mir genau, wie ich jetzt passend unter den Anhänger darunter fahren kann oder wie nah ich von dem Anhänger weg bin, sodass ich meine Anhängerkupplung wirklich perfekt benutzen kann. Super coole Funktion, eigentlich bei ganz, ganz vielen Fahrzeugen schon zu nutzen, ob älter oder jünger, die Rückfahrkamera haben. Denn zum Beispiel beim vorherigen MBUX habt ihr dann hier an der Seite so kleine Symbole, die ihr auswählen könnt. Und bei den Fahrzeugen mit NTG 5.1 oder 5.5, also die noch den Drehrückschalter in der Mitte haben, habt ihr auch die verschiedenen Kameraperspektiven immer rechts neben dem Bild angezeigt, die ihr dann durch Scrollen auswählen könnt. Coole Funktion. Bitte nutzen, wenn ihr Anhänger fahrt, aber vielleicht kennen es auch schon die meisten von euch, die häufig mit dem Anhänger unterwegs sind. Schon sind wir bei Tipp Nummer 5 und Tipp Nummer 5 handelt sich um die Klimaanlage, denn dort gibt es eine Funktion, die nennt sich Sync oder Synchronisation und das ist eigentlich dafür da, dass ich die komplette Klimazone im Fahrzeug an den Fahrer anpasse. Das heißt, wenn ich jetzt als Fahrer 22,5 Grad anstelle, wird die Temperatur im gesamten Fahrzeug so geändert. Es kann aber natürlich sein, dass ich auch eine 3-Zonen- oder 4-Zonen-Klimaanlage, aber auch eine 2-Zonen-Klimaanlage. Und dann verstellt der Beifahrer zum Beispiel die Temperatur und dann ist diese Synchronisationsfunktion wieder ausgeschaltet. Und wenn wir jetzt mal zurück auf den Bildschirm schauen, dann sehe ich jetzt hier meine beiden Temperaturen und der Beifahrer oder die Beifahrertemperatur ist anders eingestellt. Zum Beispiel jetzt hier steht hier 20,5 oder auch 21,5 und ich habe jetzt hier auf den ersten Blick keine Möglichkeit, den Punkt Sync oder Synchronisation schnell auszuwählen. Und ich nutze es immer ganz gerne, weil es mich stört, wenn jetzt zum Beispiel ich alleine unterwegs bin und die Temperatur auf dem Beifahrersitz komplett anders ist als die auf dem Fahrersitz. Na klar, kann ich es dann hier so einstellen, dass ich dann, dass ich dann theoretisch genau auf dem Punkt bin. Oder ich sage per Sprachsteuerung, bitte Temperatur auf so und so viel Grad. Aber wenn jetzt die Temperatur ganz verstellt ist, kann ich auch einfach mit zwei Klicks sagen, ich gehe aufs Klimamenü und wähle dann hier den Punkt Sync oder Sync oder Synchronisation und schon passt sich die Temperatur vom Beifahrer auf die Temperatur des Fahrers an. Und schaut mal hier, wenn ich jetzt beim Fahrer die Temperatur verändere, wird es auch gleichzeitig auf den Beifahrer übertragen. Natürlich nur so lange, bis der Beifahrer irgendwann wieder sagt, ich möchte meine eigene Temperatur einstellen. Dann müssten wir die Einstellung nochmal vornehmen. Vielleicht hat es einem von euch gefehlt. Mir hat es gefehlt. Und deswegen bin ich froh, euch das genauso zu zeigen. Wenn euch diese Tipps gefallen haben, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert gerne freundlich und ganz wichtig, damit ihr keine Tipps mehr verpasst, abonniert unseren Kanal und damit ihr auch an unserer Aktion teilnehmen könnt, abonniert gerne unseren Newsletter. Dort bekommt ihr nicht nur Werbung von uns, sondern tatsächlich auch öfter mal Informationen zu neuen Fahrzeugen, zu Neuerungen bei Mercedes-Benz oder auch vielleicht zu neuen Infos aus dem Autohaus anders. Also gerne eintragen, seid gespannt, was euch dort erwartet. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank für die 50.000 Abonnenten und wer noch nicht abonniert hat, bitte jetzt tun. Und damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus anders in Vechta.